Liebe Mitbrüder im priesterlichen Dienst, Christgläubige, das Exultet, mit dem nach dem Entzünden der Osterkerze diese feierliche Ostervigil ihren Fortgang genommen hat, lobt und preist in eindringlicher Weise die Nacht. Wir fürchten für gewöhnlich die Nacht. Doch da wird die Nacht gepriesen, als gesegnete Nacht besungen, als wahrhaft selige Nacht, die Himmel und Erde versöhnt, die Gott und Menschen verbindet. Hymnisch heißt es, die Nacht wird hell wie der Tag, wie strahlendes Licht wird die Nacht mich umgeben. Was hat es mit dieser Nacht auf sich? An Ostern wird diese Nacht zum Ort von Licht und Helligkeit. Der Glanz dieser Nacht nimmt den Frevel hinweg, weit vertreibt sie den Hass, sie reinigt die Herzen und beugt die Gewalten. Alles, was dunkel ist, wird hell. Die Nacht wird verwandelt in Licht, denn aus dem Dunkel des Todes wird Christus zum Leben auferweckt. Dies ist die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach und aus der Tiefe als Sieger emporstieg. Auf diese heilige Nacht, die wir heute begehen, verweisen in vielfältiger Weise die alttestamentlichen Lesungen, wie auch das Osterevangelium. In der Mitte der Nacht ersteht der Herr vom Tod. O wahrhaft selige Nacht, die Himmel und Erde versöhnt, die Gott und Menschen verbindet. Die heiligen Nächte des Gottesvolkes, von denen die alttestamentlichen Lesungen in der Osternacht berichten und die alle der Verkündigung der Auferstehung Jesu zustreben, bereiten das innere Verstehen des Geheimnisses der Auferstehung vor. Wer an der Hand der Heiligen Schrift seinen Weg auf Ostern zugeht, der erfasst Gottes österliches Handeln tiefer, bei dem werden im Glauben die Nächte des Lebens hell, durch Christus das Licht. Die erste Nacht, von der in der Ostervigil berichtet wird, ist die Schöpfung, in der Gott alles aus dem Nichts erschafft. Die Schöpfungsgeschichte ist Zeugnis von der Macht, der schöpferischen Kraft Gottes, der alles ins Dasein ruft, das Chaos ordnet und aus der Nacht den Weg ins Licht bahnt. Es gibt kein Leben mehr ohne Gott. Der Mensch lebt ganz von dieser schöpferischen Kraft Gottes. An Ostern wird es unüberbietbar erfahrbar, so wie Gott aus dem Nichts alles ins Dasein ruft. So ruft er Jesus Christus aus dem Nichts des Todes in den Reichtum des Lebens. Gerade für die vielen Fragen, die in unserer Zeit im Blick auf menschliches Leiden, Sterben und Tod, auf die Fragen der Ethik, der Medizin und der Grenzen des Machbaren uns beschäftigen, dürfen wir uns von der Nacht der Schöpfung, in der Gott aus dem Nichts alles schafft, sagen lassen: Wir brauchen nicht alles in der Hand haben. Wir dürfen loslassen und wir dürfen Gott etwas tun lassen, etwas zutrauen. Dies muss unsere Ethik mitbestimmen. Dies lässt demütig die Grenzen des Lebens erkennen. Dies gehört auch zum Ethos der Naturwissenschaftler, der Mediziner und aller, die sich um die Pflege kranker, leidender und sterbender Menschen mühen. Keiner hat das Leben in der Hand. Alles kommt von Gott. Alle schöpferische Kraft aus dem Leiden und Tod erfahren wir in der Auferweckung des Gekreuzigten. Es liegt in Gottes Hand. Klartext: Finger weg vom menschlichen Leben und von seiner Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Unser Leben liegt in Gottes Hand. Und da ist es auch gut aufgehoben. Ja, sehr gut aufgehoben. Die zweite Nacht,
von der in dieser österlichen Feier erzählt wird, erinnert uns an das dramatische Geschehen der Opferung Isaaks durch Abraham. Gottes Bund mit Abraham und die Bewährung dieses Bundes zeigt die tiefe Beziehung Gottes zum Menschen. Diese Beziehung ist Liebe und Hingabe. Was wir an der Prüfung Abrahams sehen, nämlich das Liebste, seinen eigenen Sohn aus Gehorsam an Gott hinzugeben, das erfüllt sich an Ostern. Gott, der Vater, gibt Jesus seinen einzigen Sohn dahin. Wenn wir darum an Ostern den Weg Jesu mitgehen, dann erfüllt sich, was in Abraham und Isaak vorgezeichnet ist. Gott selbst gibt sich aus Liebe in seinem Sohn, damit wir leben. Was Liebe und Hingabe in letzter Tiefe bedeuten, das zeigt die innerste Mitte der alttestamentlichen Verkündigung. Sie führt uns in das Geheimnis der Beziehung zwischen Jesus, der Sohn ist, und Gott, seinem Vater. Österlich können wir im Blick auf unser eigenes Christsein neu lernen, dass die Beziehung zu Gott immer eine der Liebe und der Hingabe ist. Die Schritt für Schritt von Herausforderungen, Zumutungen, aber auch von Geschenken begleitet wird. Der Schriftsteller Heinrich Böll, er hatte eine besondere, manchmal auch kritische Beziehung zur römisch-katholischen Kirche. Aber von ihm stammt ein Wort, das nicht fehlen darf. Er sagt, selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen Welt vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für Behinderte, Kranke, Alte und Schwache. Das ist unser Spezifikum als Christen und dafür müssen wir alles geben. Darum zu bitten, gehört zu uns österlichen Menschen. Es erinnert noch einmal daran, wie sehr wir in Umbruchzeiten leben, in denen Christsein aus Gewohnheit und Tradition allein nicht mehr genügen kann. Nur das nach innen gehen und das getragen werden von der Gemeinschaft derer, die den Glaubensweg mitgehen, gibt dem Christsein Kraft. Dazu braucht es Liebe und Hingabe, auch in den Gebrechlichkeiten. Klartext. Wir dürfen nicht nur auf die Zeichen der Zeit schauen. Kirche ist dazu da, um auf die Zeichen Gottes zu schauen und diese zu deuten. Die dritte Nacht ist die des Auszugs Israels aus Ägypten. Diese Lesung darf in keiner Osternacht fehlen. Ohne diese Erfahrung der rettenden Kraft Gottes kann sich das Volk Israel gar nicht begreifen. Das Rote Meer vor sich und die Reiter und Wagen des Pharao hinter sich sieht das Volk Israel auf dem Auszug ins gelobte Land den drohenden Tod vor Augen. Durch Gottes Eingreifen findet es sich wieder auf der Seite des Lebens. Heute an Ostern feiern wir dieses Leben, das uns durch den Tod hindurch geschenkt wird und in der Taufe den Christen prägt. Als Getaufte sind wir durch den Tod und die Auferstehung Jesu Erlöste. Erlöster müssten sie mir sein, die Christen, sagt der nächste Religionskritiker Friedrich Nietzsche, den ich heute mit hineinhole, der aus einem evangelischen Pastorenhaus stammte. Und das bitte nicht nur an Ostern. Erlöster müssten sie mir sein, die Christen. Genau, Getaufte sind wir, dreimal übergossen mit Wasser, symbolisch untergetauft in das Leben, Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu Christi, in die Fluten des Todes hineingenommen, um aufzuerstehen zum Leben. Was die Israeliten beim Durchzug durch das Rote Meer erleben, zeichnet vor, was uns Christen in der Taufe zuteil wurde und denen zuteil wird, die getauft werden. In der frühen Kirche wurden die Erwachsenen mit dem ganzen Körper unter Wasser getaucht, um dann wieder zum Leben aufzuerstehen. Es ist wie ein Auszug aus dem alten Leben hinein in das Neue. Wer zu Christus gehört, der ist, wie Paulus sagt, eine neue Schöpfung. So erinnert diese dritte Nacht an unsere Würde als Getaufte
und damit an den tiefsten Grund unseres Christseins, Gottvertrauen haben zu dürfen, auch in den schlimmsten Nächten, in den schlimmsten Situationen. Der Bund Gottes ist in Jesus Christus neu und ewig durch jedes Kind und jeden Menschen, der getauft wird. Klartext. Wir Christen, speziell wir römisch-katholische Christen, dürfen stolz darauf sein, zu Christus zu gehören, der sich uns in der bleibenden Gegenwart der Eucharistie schenkt. Wenn Gott in Jesus Christus über uns Menschen den Bogen der Heilsgeschichte spannt, heißt das, man kann nicht nur auf Probe leben, man kann nicht nur auf Probe sterben, man kann nicht nur auf Probe lieben und einen Menschen nur auf Probe und Zeit annehmen, wie es Papst Johannes Paul II. Einmal formulierte. Gott tickt nicht kurzfristig und kurzatmig. Er hat einen Plan mit uns und den langen Atem, diesen Plan umzusetzen. Wo Menschen mit Party, Drogen, Alkohol oder anderem versuchen, ihre Leere zu füllen mit kurzfristigen Vergnügungen, die oft dazu krank machen, da lassen wir uns vom Engel am leeren Grab sagen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er geht euch voraus nach Galiläa. Christus ist immer schon da, wo wir sind. Wir glauben und leben dafür, den lebendigen Gott unter uns zu schauen. Seien wir aufmerksam auf die Zeichen Gottes, auf die Zeichen des Sohnes Gottes, auf die Zeichen des Heiligen Geistes. Auferstehung ist jetzt. Amen.